Hallo und herzlich willkommen zu Neu im Schuhkarton. Es ist Freitag und deshalb gibt es neue Schuhe, die dieses Wochenende in den Laden kommen. Und die stellen wir euch wie gewohnt vor. Wir sind da natürlich etwas selektiver. Dieses Wochenende sind es zwei Stück, die wir euch vorstellen wollen. Und wir beginnen mit dem G-Lite 3 von Mieter zum 25. Geburtstag des G-Lite 3. 1990 ist er auf den Markt gekommen, das heißt 2015 wird gefeiert. Mieter hat jetzt die erste Geburtstagskollabo auf dem G-Lite 3. Da werden noch einige folgen. Jetzt musst du mir kurz mal aushelfen. Werden diese Kollabos nur auf dem, in Anführungsstrichen kann man ja bald sagen, Retro-Modell folgen? Oder ist es auch auf dem neuen Remastered G-Lite 3 dann? Die Remastered-Geschichte hat jetzt mit diesem Jubiläum nichts zu tun. Es wird aber in dem gleichen Jahr wird es auf jeden Fall eine Vorstellung des Remastered geben, aber es fällt, glaube ich, dann eher in so eine Extra-Kategorie. Wir überlegen noch, ob wir euch das Video von der Bride, wo ich euch eben dann, daran teilhaben lasse, was meine Augen sehen, was ich euren Augen aber leider noch nicht zeigen darf, wo ich versuche, ganz blumig mit Worten zu beschreiben, was da auf uns zukommt, ob ich das überhaupt raushaue, weil ich glaube, es ist einfach stinkend langweilig, weil man die Bilder dazu nicht sieht. Ich würde es geil finden, wenn du so einen komplett schwarzen Bildschirm machst und dann man einfach nur deine Stimme hört. Genau, Radio ist der neue Shit. Es gibt, wie gesagt, dann halt ein paar Modelle, da werden dann auch Kollabos kommen. Da wird der G-Lite 3 einfach eine neue Optik verpassen, also ins Jahr 2015 katapultiert. Wird sehr viel leichter werden, wird in einigen Ausprägungen mehr performance-lastig aussehen, in anderen Ausprägungen fast wie so ein Stealth-Bomber, was dann aber an diese Samurai-Rüstung erinnern soll. Ich finde sie granatenmäßig gut. Jetzt sind wir aber im 25. Geburtstag auf dem Originalmodell. Mieter aus Tokio darf als erstes ran. Den Grund dafür kennen die Kinder bei Essex natürlich auch. Essex ist eine asiatische Marke, kommt aus Japan. Essex hat aber auch festgestellt, dass die wenigsten Leute sich so wirklich mit ihrer Firmenstruktur auseinandersetzen können. Es fängt ja schon an mit Onitsuka Tiger und Essex. Aber die wenigsten, wenn man sie fragt, wissen, wo Essex eigentlich sitzt. Manche Leute denken, das ist doch dieses komische Schuhding aus USA. Ist es nicht, deshalb versucht Essex auch da wieder. Ich dachte mal, das war Ronnie Fike, der das Ding erfunden hat. Ich habe es auch gehört, nein, das munkelt man, aber das muss falsch sein, hat man mir gestern gesagt. Okay. Markus vom Glory Hole ist da der Chef. Nein, auf jeden Fall. Entschuldigung, ich habe dich ein bisschen vollkommen rausgemacht. Dass da diese Markenstruktur noch nicht ganz ankommt und Essex will wieder genau da hinkommen, dass die Leute eine Verbindung zu dieser Marke haben, eigentlich wissen, wo es herkommt. Und deshalb macht es natürlich auch Sinn, dass eine japanische Marke aus Tokio, nämlich mit Mieter, dann die erste Kollabo kriegt. Und die dann auch noch asiatisch gehalten ist. Ja. Das war ganz interessant, weil wir nicht genau rausgefunden haben, was der Colorway bedeutet. Also ob dann rot-weiß kann man natürlich leicht mit Japan verbinden. Das Blau ist uns nicht so ganz geläufig. Was wir wissen ist, es gibt einen Bahnhof ganz in der Nähe vom Mieter Store. Das ist Tokio Ueno, das ist der Stadtteil und eben eine Bahnstation Far East Railways. Steht dann auch hier unten noch Southeast. Southeast. Auf jeden Fall steht hier unten Far East. Was natürlich, wer schon mal bei Mieter war oder Bilder von Mieter gesehen hat, die haben als Display für die Schuhe haben die so ein Maschendraht. Kann man das nennen? Ja, Maschendraht. Maschendraht. Diese Idee des Maschendrahts haben sie auf der Innensohle umgesetzt, wenn man das sehen kann. Man kann die auch nachher noch mal rausnehmen. Und haben aber auch bei dieser Split-Tongue, also bei dieser gespaltenen Zunge, haben sie dieses Maschendraht angedeutet, indem sie eine Steppung reingebracht haben. Bei den Farben würden wir jetzt, wir labern ja gerne viel und hören uns ja auch gerne, könnten wir jetzt natürlich sagen, es hat vielleicht irgendwas Britisches vielleicht an sich. Dann wussten wir aber auch geschichtlich nicht mehr, was die Briten mit den Japanern irgendwie zu tun hatten. Also, wenn euch irgendwas einfällt oder dann, wenn wir das ausstrahlen, dann schon alles dasteht und ihr jetzt sagt wieder, die sind bekloppt, deshalb sagen wir einfach schöner Colorway. Ganz genau, verschiedene Blautöne von Navy bis so ein Royalblau, auch verschiedene Ledermaterialien und das Leder hier vorne, dieses... Das ist Hammer, oder? Dieses Suede ist der Killer. Dann nebendran, und das Besondere ist, die haben ja jetzt hier auch so ein Piping, was normalerweise noch nie da war. Das erste Mal, dass sie das gemacht haben, dadurch hat man keine unsaubere Kante. Ja. Ich finde, das wirkt bei dem Schuh ganz gut. Also die Farben an sich plus eben dieser Materialmix aus wirklich richtig guten Materialien. Früher hätte ich einfach einen Doppeldaumen hoch gegeben. Jetzt mal was anderes. Ihr kriegt nämlich eine Bewertung unten eingeblendet von dem Schuh. Der ab Samstag im Laden steht, kostet 150 Euro und sieht so am Fuß aus.
der zweite Schuh, den wir euch dieses Wochenende vorstellen wollen, kommt aus dem Hause Diadora in Zusammenarbeit mit, wie heißt dieser komische Typ aus Berlin da? Ken FM? Ken Jebsen? Nee, oder wen meinst du? Fuck. Spaß. DJ Schücki. DJ Schücki, nein, der war's. Zusammen mit Hikmet, mit der Soulbox, hat Diadora auch eine Kollabo rausgebracht. Es gab in den letzten Monaten ja schon die ein oder andere Kollabo zu bestaunen. Ja. Das ist jetzt der N9000 Ferro. Ja. Ferro, das italienische Wort für Metall. Also Diadora als Marke war lange Zeit nicht auf dem Markt gewesen. Es gab sehr, sehr gute Kollaborationen in der Vergangenheit. Also wir beide feiern, glaube ich, die Transit-Geschichten von Hennen. Und ja, stimmt, du hast sie sogar an, sehr gut. Und von 24 Kilates, ja. Sol und Sombre, Hammer-Dinge, Hammer-Materialien, Hammer-Colorways. Und wir hoffen, dass wir mit dem Colorway auch nicht fern liegen. Der Hauptsitz von Diadora ist nah an Venedig dran. Und wer in Venedig schon mal war oder zumindest schon mal was von Venedig gehört, da gibt es ja diese Gondeln. Und die Gondeln haben meistens, wenn sie nicht genutzt werden, so eine blaue Plane drüber. Deshalb dieses Blau da drüber. Am Bug vorne ist so ein Gewicht aus Metall und das nennt sich dann Ferro. Und da der Schuh ja dominant keulig ist, passte der Name natürlich sehr, sehr gut dann dazu. Materialien verwendet, es sind sehr, sehr gutes Suede, genau, sehr, sehr gutes Wildleder, Mesh, da es ein Running-Schuh ist und Känguru-Leder an der Seite. Passend zum Dschungelcamp, was gerade läuft, kein Känguru-Hoden, genau. Sondern doch dann Känguru-Leder. Ganz wichtig, ich weiß, das hört sich vielleicht ganz eklig an. Känguru, oh, die sind so süß. Auch Kühe sind süß. Koalas sind auch süß. Na gut, Koala-Leder wird hoffentlich nicht genutzt bei einer aussterbensbedrohten Gattung. Ist das? Stimmt, oh ja. Aber Kängurus sind im Prinzip in Australien meines Wissens schon eher eine Plage, genau, weil sie halt wirklich wie Aber die boxen sich immer so geil. Da habe ich letztens ein Video gesehen, wie sie sich mitten in so einer Kleinstadt zwei Kängurus, so Riesenkängurus, die werden ja, weiß ich, 1,80, 1,90 groß. Und die stehen halt da und liefern sich so einen Faustkampf wirklich über die kompletten 12 Runden. Der Grund, weshalb wir Känguru-Leder genommen haben, ist, damals in den End-80ern, Mid-80ern, wurde Känguru-Leder bei Performance-Schuhen genutzt. Das heißt zum Beispiel, wer den Micro-Pacer kennt, der war früher auch aus Känguru-Leder. Das ist halt ein sehr, sehr dünnes, flexibles, weiches Leder. Sehr, 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 sehr schönes, angenehmes Leder. Und deshalb haben wir das genommen. Wenn man das anfasst, merkt man das auch. Ja. Innen drin Alcantara. Italienische Autos nutzen gerne mal zum Beispiel Alcantara-Leder, was theoretischer Kunstleder ist. Das wissen viele nicht. Und da der Schuh made in Italy ist, passt auch da dann wieder. Genau. Was ja auch toll ist. Made in Italy. Einmal, ja. Und auch eine Sohle, die nicht nur einfach angepinselt ist, sondern es sind wirklich aus einzelnen Bauteilen. Aus einzelnen Bauteilen, so wie sie damals war. Also nicht wie heutzutage die meisten Schuhe hergestellt werden, dass sie einfach nur schick aussehen und angepinselt werden, sondern es sind unterschiedliche Arten von Dämpfungsmaterialien verbaut. Das sagen wir immer wieder, die Diadoras, gerade die Kollabos, die hier kommen, sind qualitativ so hochwertig produziert. Man merkt echt, dass es Diadora ernst meint, wieder in diesem Markt wahrgenommen zu werden. Ja. Und deshalb wirklich auf kleinste Details wirklich sehr penibel geachtet wird. Mir persönlich gefällt der Colorway richtig, richtig, richtig gut. Ich hatte das Teil schon im Sample-Stadium gesehen. Das war, du hast die anderen beiden Collabs, die mir auch irgendwo entweder am Fuß hängen geblieben sind oder zumindest im Kopf, schon angesprochen, aber das war was. Hey, du hast die ja schon an. Guck mal, Schuh, die hat die ja schon an. Kommen die nicht erst am Samstag? Echt, wer hast denn das gemacht? Ich hab Beziehung. Du kennst den einen da? Ja, so. Kannst du mir den mal vorstellen? Fertig. Wen meinst du? Genau, wen von denen? Oh, cooler Schuh. Danke. Ne, kann man machen. Sehr gut. Nein, richtig, richtig schönes Ding. Ihr werdet gleich sehen, in der Bewertung gebe ich beim Konzept nur 3 Punkte, obwohl Hikmet jetzt ein so schönes Impulsreferat vorbereitet hat. Das hat aber Gründe, die ich jetzt hier an dieser Stelle nicht nennen möchte, nur ich weiß einfach mehr. Und deshalb habe ich zum Spaß dann nur 3 von 5 Punkten gegeben. Ansonsten Killergerät, über 20 Punkte, 26 sind möglich. Ich glaube, 21 habe ich gegeben trotzdem, sonst wären es 23 geworden und das musst du erstmal schaffen. Also du hast es ja dann geschafft, aber das muss man erst mal schaffen. 170 Euro, Samstag im Laden und Feedbilder.
Jetzt haben wir noch ein Buch über Schuhe bzw. über Street Culture. Das gibt es jedes Jahr, das All Gone Buch von Lamagessie. Michael Dupont. Dupont, ne? Oder? Ja. Ich bin bei der Aussprache immer nicht so ganz sicher. Letztens versucht, Herz. Ein paar Mal Dupont. Er meinte so wie oui und non. Dupont. Und ich jedes Mal. Also ihr wisst sicher, wie man das ausspricht. Wir blenden euch ein Bild von dem Typen ein und dann der Name wird als Text eingeblendet. Aber ganz ehrlich, der ist so richtig Bilderbuch, französisch, Gentleman. Da kam eine Dame vorbei und was macht der so mit Handkuss? Oh, und das Buch. Der Typ weiß, wie es läuft, ne? Ja, total. Der weiß. Ich stell dir mal vor, wir würden jetzt einen Handkuss geben. Ich glaube, die würden denken, wir haben eine Tasse im Schrank. Wie der Perverse. Genau sowas. Aber beim Franzosen geht's. Naja, auf jeden Fall hat dieser junge Mann, der so gut mit den Frauen kann, hat einen. Hey, was war das für einer? Hat ein Buch rausgebracht. Das war der OG, genau. Ja. Hat ein Buch rausgebracht, wie jedes Jahr seit 2006, oder? Oh, da bist du besser informiert. Ich weiß es nicht genau. Ich habe alle Bücher, aber ich weiß nicht genau, wann er das erste Mal. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also auf jeden Fall seit einigen Jahren immer zu Anfang des neuen Kalenderjahres, ne, ungefähr. Das All Gone Buch raushaut, wo er dann nochmal aufzeigt, was waren letztes Jahr aus seinem Empfinden heraus für die Szene, für Sneaker, aber auch den ganzen Lifestyle drumherum, so die wichtigsten Eckpunkte. Ja. Frauen zum Beispiel. Ich meine, da wird er halt auf die Straße Handküsschen. Also ich habe mir jetzt den Vitra-Stuhl angeguckt, nicht die Frau. Ich habe mir den Eisbär angeguckt. Achso, na dann. Den hast du noch gar nicht gesehen, ne? Vor lauter Vitra-Stuhl. Gut. Da ist auf jeden Fall sehr viel drin, wenn du es mal. Soll ich es mal umdrehen oder was? Ja? Ja, da ist auch was von uns drin, glaube ich. Da ist sogar was von der Soulbox drin. Guck mal, die beiden hinter der Kamera amüsieren sich. Dieser Typ von Soulbox, den muss ich mal kennenlernen. Der soll ja auch hier in Berlin sein. Auf jeden Fall, ich finde es ein Hammerbuch. Ich habe mir das von 2013, lag tatsächlich sogar noch bis in den August 2014 rein. Immer so griffbereit in meiner Wohnung rum und immer mal wieder blättern, ein bisschen Inspiration holen, ein bisschen nachgucken. Das ist wie so ein kleines, relativ spitz zusammengefasstes Archiv des vergangenen Jahres. Was war denn los? So ein kleines Moodboard. Was ist in dem Jahr los gewesen? Gut, es kostet für einen in Anführungsstrichen bilderbuchhaften Überblick mit ein wenig Text auch mal dabei, aber einem Vitra-Stuhl. Nicht sehr wenig, ne? Ja, es ist immer im Auge des Betrachters, aber 65 Euro würde ich schon als Es sind gut investierte 65 Euro. Ja, wohl wahr. Das muss man an der Stelle festhalten. Aber eigentlich sind alle interessanten Schuhe von 2014 drin. Insbesondere alle Schuhe, die auch gut sozusagen performt haben. Und da sind Toys drin, nicht nur Mädels, Stühle, Schuhe. Basketbälle. Guck mal, selbst British Knights, Basketball, mit Hundreds. Oh ja. Babe, Transformer. Die Transformers, das finde ich mega. Echt, also da hat man, glaube ich, lange was zu schauen. Ja. Das literarische Duett präsentiert euch jetzt noch mal ein paar On-Feed-Bilder von dem Buch. Eine Bewertung können wir uns sparen. Aber da machen wir noch mal einen Daumen. Must-have auf jeden Fall. Guckt euch die On-Feed-Bilder an. Das waren in diesem Sinne, bevor wir wieder mal in unserem Niveau abdriften. Genau. Der Niveaufahrstuhl. Niveau. Haben wir eigentlich irgendwie was zum Welt-Jogginghosentag gemacht? Das haben wir gemacht. Und das bekommt ihr. Wir waren auf der Sieg-Messe unterwegs und wollten in diesem eher Premium-Streetwear-Segment einfach mal gucken, was geht eigentlich mit der Jogginghose. Dieser Lagerfeld-Schmutztyp hat ja gesagt, wer Jogginghosen trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Diesen alten Mann haben wir tatsächlich in seinen Schranken gewiesen und das Video dazu gibt es kommende Woche. Ich hatte eher das Gefühl, dass wir ihn bestätigt haben, aber gut. Wir können das aber so schneiden, dass wir ihn in seinen Schrank abweisen. Hey. Kalle, beste Grüße. So nämlich, Kalle, Grüße raus an dich. Wir sagen damit Tschüss, wir hoffen, es war für euch was Gutes dabei. Drückt einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Sagt eurer Oma Bescheid, dass ihr das auch schaut, weil wir sind eigentlich schon eine ganze Familiensendung hier. Ja, das ist bei uns ganz offen. Es gibt auch was Intellektuelles, junge Bücher, Bilder. Ja. Falls irgendwie Geschwister oder Freunde von euch studieren, wir haben Literatur dabei, ja. Ist richtig super. Und tolle Schuhe. Lasst einen Kommentar da. Ist der Ferro ein Kauf? Ist der Mieter ein Kauf? Sagt einfach mal, was ihr von den Schuhen haltet. Abonniert den Kanal und dann bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Das ist unser Catwalk. Ja, genau.